Hallo und herzlich willkommen bei den Gameswelt News für diesen wunderbaren Mittwoch. Bei Far Cry 5 ist jetzt das erste Live-Event gestartet. Dann bekommt Overwatch eventuell einen Battle Royale-Modus. Außerdem Ghost Recon Wildlands, da sind die Pläne enthüllt worden für das zweite Lebensjahr. Und zwei weitere Titel sind jetzt abwärtskompatibel und können auf der Xbox One gespielt werden. Hope County is our home. Don't let those bastards take it. Ein erstes Live-Event gibt es jetzt für Far Cry 5. Was sind Live-Events? Nun im Endeffekt kleinere Missionen, die zeitlich begrenzt sind oder die man nur in einem gewissen Zeitraum ausführen kann oder eine besondere Belohnung dafür bekommt. Wie heißt diese Mission dieses Mal? Well done oder auf Deutsch gut durch. Was müsst ihr denn machen? Ihr müsst Tiere töten, aber es gibt eine Bedingung dafür. Es muss mit Feuer passieren. Es dürfen aber keine Molotow-Cocktails eingesetzt werden oder der Flammenwerfer. Das heißt, ihr müsst irgendwie mit brennenden Pfeilen arbeiten oder der Umgebung, dass die Umgebung brennt und die Tiere dann so verbrennen. Bei 20 erlegten Tieren gibt es dann einen besonderen Flammenwerfer. Und falls die Community mehr als 150.000 Tiere erlegt, kriegt jeder, der mitgemacht hat, ein besonderes Outfit. Wo findet man dieses Event? Einfach im Menü im Online-Tab des Spiels. Bekommt Overwatch eventuell einen Battle Royale Modus? Nun, der Game Director Jeff Kaplan von Blizzard hat jetzt darüber gesprochen und hat gesagt, so, ne, natürlich sind große Fans von PUBG. Es gibt aber einige Probleme bei Overwatch, was das angeht, denn so ein Battle Royale Modus setzt voraus, dass alle Charaktere quasi gleich stark sind und in einem One-on-One-Battle die gleichen Chancen hätten. Und das ist nun mal nicht gegeben durch die unterschiedlichen Klassen, weil da manche einfach offensiver sind als andere. Außerdem sehe ich technische Schwierigkeiten bei den Größen der Karte, ne? Denn das sind ja bei PUBG sind es ja sehr große Karten mit sehr viel Distanzkampf auch. Und das sieht er nicht, dass es bei Overwatch technisch möglich ist. Man zerbreche sich trotzdem täglich den Kopf, ob man sowas machen kann oder nicht. Also die Hoffnung sollte man nicht aufgeben, aber direkt in Planung oder irgendwas konkret kommen wird da erstmal nicht. Ghost Recon Wildlands ist jetzt in seinem zweiten Lebensjahr und deswegen hat Ubisoft ein paar kleinere Sachen angekündigt, die euch interessieren dürften, falls ihr Fan dieses Spiels seid. Es wird in diesem zweiten Lebensjahr vier große Updates geben, die man Special Operations nennt. Das erste Update bekommt bereits am 10. April. Da kann man dann zum Beispiel seinen Teammates neue Outfits verpassen. Das ist ein neues Feature, man kann sie einkleiden. Dann wird es einen neuen PvP-Modus geben namens Sabotage mit 5 neuen Karten und einer neuen PvP-Klasse und dann auch eine neue Player versus Environment, also PvE-Mission, wird ebenfalls am Start sein. Die Xbox One, die hat mal wieder zwei Spiele bekommen von der Xbox 360, die man jetzt auf ihr zocken kann. Was ist dazu gekommen? Nun einmal Assassin's Creed Black Flag kann man jetzt auf der Xbox One zocken und Divinity 2. Also falls ihr diese Spiele habt, einfach CD einlegen ins Laufwerk der Xbox One und dann könnt ihr damit loslegen. Das waren unsere Nachrichten für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss und adieu.